Welcome back bei Deadly Premonition und ich habe gerade festgestellt, was ist mit meiner Lebensleiste los? Nur ein Viertel Energie, das kann es ja wohl nicht sein. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich werde erstmal ein Medikit nehmen. Jetzt habe ich keine Medium-Kits mehr, aber es hat mich auch gut geheilt, das war nötig. Und bevor ich jetzt die Main Quest in Richtung Harry wieder begehe, werde ich mal... Ja, also, ich wollte jetzt mal an den Second Floor. Erkenne ich das hier drauf? Computer X-Ray. Ah, dann komme ich auf meine eigene Map. Genau. Ah, ich kann ja mal... Soll ich mal im Schlüsselraum gucken? Schlafen. Second Floor war hier. Ich gehe jetzt mal zum Second Floor. Und schau mal, ob es da noch was Schönes gibt. Wenn wir schon mal hier sind, nicht wahr? Dann können wir uns auch mal alles in Ruhe angucken, jetzt wo die Monster-Invasion dahin ist. Das ist übrigens Folge 36. Die Folgen sind ja mal ungefähr eine halbe Stunde lang. Also bin ich auch ungefähr jetzt hier schon 18 Stunden in diesem Spiel. Immer mal mit Pausen natürlich aufgenommen und nicht am Stück. Aber das liegt minder am Spiel als eher an der an Aufnehmen. Dass ich dann halt mich nicht immer schamanmäßig so behängen will, wie ich mich hier für das Let's Play behängen muss. Warum ich mich so behängen muss, findet ihr ein etliche Folgen vorher. Da ist eine Person, nämlich Asha. Lohnt sich eigentlich mal wieder mit Asha zu sprechen, denke ich. Warte mal, wo ist denn jetzt? Ja, hier durch wahrscheinlich. Hat zwar offensichtlich keine Mission für mich, aber... Ist ja irgendwie auch noch ein bisschen so verdächtig, würde ich sagen. Hier ist ein Speicherstein. Und hier ist die Leichenschau. Oder Asha am PC, die Leiche ist nicht mehr hier. So, dann reden wir mal mit Asha. Ja, Thomas ist ja weg. Potato Chips? Also wirklich, sehr inappropriate. Dennoch, gute Idee, mal ein paar Kartoffelchips zu kaufen. Okay, hier ist irgendwie nicht viel mehr. Gibt's hier zufällig Kartoffelchips? No! Dann kaufe ich dies auch nicht. Auch wenn Asha das gesagt hat. Der gute Asha. Aktuell wieder Asha, der Sänger einer aktuellen Pepsi-Werbung. Ganz schön lame. Und es gibt einen neuen Film mit 50 Cent. Was war denn das nochmal? Komme ich jetzt nicht auf den Namen. Jedenfalls hat er auch gerade mal Insolvenz angemeldet. Wie geht denn das, wenn er gerade wieder im Kino zu sehen ist? Frechheit. Das kann ich nicht gutheißen. So, wie sieht's denn hier aus? Ich guck mal, was diese Schlüsselzimmer bedeuten. Und wo könnte es in den Innenhof gehen? Der Architektur nach zufolge. Irgendwo. Vielleicht hier. Ne, da bin ich. Da ist der Hinterausgang. Achso, nochmal Architektur zu. Hier. Das ist wahrscheinlich der Hauptausgang. Aber da gibt es keinen Ausgang. Hm. Gibt es wahrscheinlich gar nicht in den Innenhof. Leider. Naja. Dann weiß ich auch nicht, wie ich an diese Karte jemals kommen soll. Guck mal, hier stehen noch zwei Händen, halten sich. Zwei Krankenschwestern. Aber nichts zu erzählen. Hier OP. Genau, hier brauche ich dann den Schlüssel für anscheinend. Oder war das das? Oder war das das hier wahrscheinlich? Ja, das ist ja zu. Ja, dann war das das. Zimmer, wo ich Schlüssel brauche, den ich nicht habe. In Ordnung, dann geht's jetzt weiter wohl. Ein kleiner Abstecherversuch. Schau mal hier, ist auch... Ah ne, ist offen. Jetzt ist offen! Ah. Was haben wir denn hier? Ah, hier könnte ich mich umziehen, mal schauen.
Looks brand new, no problem. Bleib ich dabei. Ach so, das ist ja das Zimmer, wo auch mein Dings ist. Okay. Das ist nur der zweite Eingang. Second entry. So. Dann geht's jetzt mal Richtung Ausgang. Komm rein, komm raus, mach hier nichts aus. Alrighty then. Da vorne ist der Ausgang. Schau ich hier nochmal schnell rein. Achso, ist ein Gang. Warte mal. Die Map. Ah ja. Na gut, dann gucke ich nochmal da mit dem Schlüssel, was das auf sich hat. Habe ich eigentlich irgendwelche Schlüssel? Wahrscheinlich habe ich keine Schlüssel. Gerade. Hier oder was? So. Ja. Was ist das nächste? Die Männertoilette? Ja, nee, MRI. Was ist ein MRI? MR. Oder MRT vielleicht. Vielleicht war es auch ein T dann. Dann ist ja klar, was es war. So. Sugar Donut. Sugar Donuts will satisfy a small amount of your hunger. Okay, Harry, ich komme. Gibt's hier ein Auto für mich? Oder nicht? Doch, da steht so einiges. Achso, die Karte ist halt scheiße. Die kriege ich nicht. Die ist verschütt. Keine Ahnung, aber hier ist nochmal ein Speichertelefon. Das mache ich doch mal. Budum. So. Ja. Rein da. Rein da, in der. So. So fährt sich's am besten in Anführungsstrichen, auch wenn sich's eigentlich gar nicht mal so toll fährt. Die Filmanekdoten hat York auch total fallen lassen, leider. So, links um See sieht irgendwie kürzer aus. Rechts geht's anscheinend eh nicht weiter. Was ist denn das? Wendet der hier oder was? Hm? No, nothing. Just my imagination. Dass der da gewendet hat, war nicht deine Einbildung. Hier könnte ich angeln, aber dazu müsste ich mir erstmal ein paar schöne, bessere Köder kaufen wahrscheinlich. Wie fahren die Autos hier? Also, habt ihr das gesehen? Was macht der denn? Habt ihr das gesehen? Der ist hier in den See gefahren, durch die Büsche durch. Abgefahren. Sind alle gerade ein bisschen neben der Spur, im wahrsten Sinne des Wortes. Sieht so ein bisschen so aus, ne? Hier ist ja mein Hotel, Mensch. Der auch? Ist halt irgendwie gestern oder heute Vollmond oder was? Alle fahren völlig verrückt, oder? Der wendet auch. Drehen alle von mir ab? Als ob ich einen Fluch hier mit mir mitbringe. Den Fluch, der Autofahrer abwenden lässt von einem. Hier, wieder. Manchmal, wie war das? Sirene war hier. Fahre ich mal mit Sirene, um dem Ganzen noch Nachdruck zu verleihen. Dann sieht es wenigstens nicht so komisch aus, wenn sie wenden. Dann sieht es so aus, als ob es. Ah, Sirene, werde ich mal wenden. Oder so. Bin ich jetzt schon zu weit gefahren eigentlich? Ist irgendwann links. Guck dir mal, der schöne Bergsee. Fantastisches Panorama. Ganz liebenswert. Fantastisch. Ich glaube, hier ist richtig. Oder? Ich glaube, jetzt muss ich aber langsam mal links. Hier würde ich mal links fahren jetzt. Hier ist die Topflady links. Ah, ich glaube, das ist hier korrekt. Guck mal, der ist auch einfach durch die Büsche. Dass die sich auch erlauben heutzutage, diese Autofahrer. Okay. Fahren einfach durch die Büsche. Das ist eigentlich nicht möglich. Und schädigen ihr Auto damit. Tun es trotzdem. Kannst nichts machen.
Harry, ich komme. Du bist hier noch der Normalste von allen, glaube ich. Und das bedeutet schon etwas. So, wie war denn das jetzt hier? Ach, guck mal, hier ist Scheiße. Ah, ich gucke nochmal auf die Map. I don't know. Links. Komme ich dann da irgendwann an? Ja. Alright, links. Ach, da komme ich an der Sveri-Bar vorbei. Guck mal, kann ich da gerade vielleicht Dartpfeile kaufen? Es ist Closet. Die hat nur abends offen. Und es ist... Wie spät ist es denn eigentlich? Ah, da. 9.37 Uhr in der Früh. Dann hat natürlich... Dann kann ich immer noch nicht mein Dart-Match gegen den... Ja. Den Sohn oder wer es war machen. Das ist schade. I would have really loved doing this. Naja. Vielleicht hat Harry ja auch irgendwo im Keller noch ein Dartboard, das er aufbaut. Guck mal, wie langsam die Yards jetzt verschwinden von der Anzeige. Es geht sehr schnell. Nicht so viel. Wie schnell fahre ich denn? 50 Meilen? Kann es sein? Warte mal, sind das 6? Kann es auch gar nicht erkennen. Das kann ja auch nicht sein, dass sie so langsam eigentlich vergehen, oder? 300 Yard, 300 Meter. Bei der Geschwindigkeit müsste man doch irgendwie in 5 Sekunden da sein oder so. Naja, egal. Harry, ich bin da. Los geht's. Open up, man. Mr. Francis York Morgan, finally you have arrived. You are welcome to come inside. Das ist aber schön. Das mache ich dann natürlich auch sehr gern. Ah, da bin ich ja schon. Gleich mal ans Münzer. An den Münzer? Munz. So. Und sie sahen nichts. Vielleicht das Spiel abgestürzt. Könnte sein. Gott sei Dank habe ich gerade gesaved. Ja, sieht ganz danach aus, leider. Dann werde ich jetzt mal schon hier abmoderieren. Und dann geht's in der nächsten Folge weiter, hoffentlich ohne Absturz, in Harrys Anwesen. Also bis zum nächsten Mal, euer Dread.